Leute, wir haben gerade 16:24 Uhr. So spät, wie ich mich heute fertig gemacht habe, war, glaube ich, noch nie der Fall. Ich habe mich, glaube ich, erst vor einer halben Stunde komplett fertig angemacht, von einem Badeanzug und komplett Augenringe und so weiter geschminkt fertig gemacht. Auf jeden Fall, ja, sind wir dann gestern Abend spät zurückgekommen. Ich war müde. Heute Morgen, also gestern habe ich schon die Nachricht bekommen. Ich habe ja was verschickt, verkauft. Und dann schreibt mir so eine, dass da ein Fleck ist und so, was halt einfach gar nicht stimmt. Also natürlich kann das immer wieder mal passieren, aber der Fleck, den sie mir geschickt hat als Foto, der hätte ja nicht sein können, weil ich schaue meine Sachen genau durch. Und der war halt an der Vorderseite so richtig groß und den hätte ich halt gemerkt, ne? Und der war ja auf dem Foto, was ich hochgestellt habe, nicht. Das heißt, hat sie wahrscheinlich selber reingemacht. Privatverkäufe sind vom Umtausch ausgeschlossen. Und jetzt hat sie mir heute geschrieben, ich sende es zurück oder bringe das persönlich vorbei. Weil ich mir denke, hast du mich gefragt, ob ich dich hier sehen will, ob ich das will, dass du hier vorbeikommst. Na, jetzt gehen wir alle zusammen, also auch mit den Großeltern, weil sie gestern nicht dabei waren, ins indische Restaurant und feiern den Geburtstag von meiner Mutter. Wie findest du den hässlich? Richtig hübsch ist er, sieht selber aus wie. Er sieht ja nicht viel besser aus. Auf jeden Fall, ich habe noch nie sowas hässliches gesehen. Ja, danke. Betrink ich jetzt nicht. Was sagst du, dass ich deinen Crush gesehen habe, muss ich mich betrinken. Ja, aber was sagst du, dass es mein Crush ist? Podcastlich. Er sieht aber für mich schön. Ich check's nicht, dass du was bist, was für Jeans ist. Ja, aber er sieht echt anders aus. Ja, sagen sie alle. Und dort gab es einen Austausch in Ohrringen. Also meine Oma kam mit solchen, aber nur mit blauen an. Und dann hat sie die gelben meiner Mutter schenken wollen. Ich weiß nicht, ob das dann der Geburtstagsgeschenk war oder einfach so. Und dann hat meine Mutter gesehen, dass ich ein gelbes Kleid anhabe. Und hat gesagt, ja, zieh das mir an. Dann soll ich das angezogen. Und so, ehrlich gesagt, gefällt mir das nicht. Also zumindest mir steht das jetzt nicht. Aber meine Mutter und Oma wollten unbedingt, dass ich das anziehe. Deswegen habe ich es angezogen. Ja, da war so eine lustige Geschichte dazu, zu diesen Ohrringen. Und zwar, meine Oma ist, also die ist da reingekommen in diesen Laden. Und hat halt gefragt, wie die kosten. Und die haben gesagt 4,50 €. Und die hat sich halt voll gewundert, weil die sehen ja teuer aus. Und das ist auch ein teurer Laden. Und dann hat sie direkt die und die blauen genommen. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt noch eine beige. Aber die beige sah nicht so gut aus. Dann hat sie es gekauft, geht raus. Und dann hat sie gemerkt, so, wir gehen ja bald weg. Und also generell ist es ja einfach so, unabhängig davon, so ein schönes Geschenk. Dann kann man das ja mal kaufen. Dann ist sie wieder zurück. Dann hat sie die Verkäuferin so an der Hand gepackt und dann dachte sie, okay, irgendwas stimmt hier nicht, wahrscheinlich muss ich das ganze Geld rausrücken. Und die hat gemeint, ja, das, was sie gerade gekauft haben, das passt so für den Preis, aber die anderen kosten jetzt 12. Ja, wahrscheinlich hat sie sich vertippt oder hat falsch geguckt, weil normalerweise ist ja so, die können danach das Geld nicht mehr verlangen, weil das ist abgeschlossener Kaufvertrag oder so. Genauso wie man im Nachhinein nicht die Note ändern kann, wenn man irgendwie einen Punkt mehr gegeben hat. Wir sind dann zu Fuß nach Hause gegangen, weil meine beiden Eltern haben etwas getrunken, also nicht viel. Und dann ist mein Vater nochmal zurück, nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist, und hat das Auto dann wieder abgeholt. Wir sind hier zu Fuß gegangen, Leute, und irgendwie habe ich wieder so komische Stimmung. Ich glaube, das ist, weil morgen die Prüfung bei mir wäre und ich sie jetzt ja abgesagt habe, beziehungsweise es wird wahrscheinlich einen anderen Termin dafür geben, weil ich morgen verhindert bin, daran teilzunehmen. Keine Ahnung, ob es daran lag oder was auch immer. Ich glaube auch daran, dass das ist jetzt bei mir die Frage so am Abend. Meine Mutter hat gestern mit ihrer Cousine telefoniert, weil sie jetzt zum Geburtstag gratuliert hat, meine Mutter. Und dann war das halt so, auch als die Mutter von der Cousine, also die Schwester von meiner Oma, meine Oma oder meine Oma angerufen hat, war das Thema von, ja, Bräutigams, von Typen, von Dating. Und gestern auch wieder so, ja, will die Sophia denn keinen Freund? Braucht sie das denn nicht? Will sie das denn nicht? Das ist ja irgendwie unnormal. Hat halt auf ihre Tochter, also auf meine Cousine so, ja, bei uns ist halt voll das Thema. Und bei ihr in der Uni so, das ist ja voll komisch, dass sie dort niemanden gefunden hat, wenn da lauter Männer sind. So Sachen, wo ich mir dachte, das hat mich so aufgeregt. Also meine Mutter hat natürlich darauf geantwortet und so. Aber es hat mich so aufgeregt, weil die halt einfach nicht in unserer Haut leben. Also erstens einmal haben die zum Beispiel mit der Uroma, mit den Großeltern gar nichts am Hut. So ihr Vater oder Eltern haben vielleicht
einmal in ein paar Monaten irgendwie einen Termin und schon wollen die nicht. Und wir haben hier jeden Tag irgendeine Geschichte mit den Großeltern, mit den Urgroßeltern und auch mit eigenen Terminen. Wir sind halt, jeder arbeitet, Uni, Schule und so weiter. Und dann bist du danach nicht mehr frei. Und die macht eine Ausbildung und kommt nach Hause um 2 und ist platt. Und was sollen wir dazu sagen? Also erstmal das. Und zweitens einmal, ich verstehe nicht, selbst wenn man verwandt ist, was geht dich, mein Privatleben an? Ich glaube, man sollte das schon mitbekommen haben, auch als Familie, dass man, wenn man nichts erzählt, dann ist es nicht heiß, dass nichts passiert. Und dann hast du so gesagt, ja, oder meine Schwester trifft sich nächste Woche mit einem Typen und was macht ihr dann? Und meine Mutter hat gesagt, ja, wir gehen wahrscheinlich mit mir raus. Sie so, sie geht mit dir raus? In dem Alter? Und dann haben sie gekichert in der Küche, wo ich mir dachte so, hä? Was ist das Problem? Also nur weil du dich für deine Mutter schämst oder keinen Bock auf deine Eltern hast und das bei euch irgendwie nicht üblich ist, heißt ja nicht, dass ich ein schlechterer Mensch bin oder irgendwie uncool bin und wenn ich mit meinen Eltern rausgehe, so, was ist denn das? Also ich verstehe es jetzt selber nicht. Einerseits wünscht sie sich, dass ihre Tochter oder ihr Sohn irgendwie so ist wie ich und andererseits findet sie das belustigend, also fand ich gar nicht okay und auch, dass die ganze Zeit irgendwie so, ich will nicht über mein Privatleben reden, selbst manchmal nicht mit meinen Eltern. Ich will manche Dinge einfach komplett für mich behalten, komplett von mir aus das zu verarbeiten und zu verstehen, was ich wirklich will, bevor das die ganze Welt erfährt. Vor allem, wenn man es ja kennt und man erzählt und schon läuft alles den Bach runter. Und ich kann nicht mal garantieren, dass selbst wenn ich irgendwie so in einer intensiven Datingphase bin oder wo ich merke, dass es die richtige Person ist oder ich vielleicht zusammen bin, dass ich das dann erzähle. Aber wieso einfach muss man... Ich verstehe das nicht. Ich denke wahrscheinlich, ich habe auch kein Leben oder so. Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, ich schreibe dir jetzt... Also, ich habe ihr seit gestern nicht mehr geantwortet. Und dass ich jetzt auf das Thema zurückkomme und es einfach mal... Ja, dem Ganzen mal ein Ende setze und dann so sage, so denkst du, dass wenn ich dir nicht von meinem Privatleben erzähle, ich kein Privatleben habe? Oder halt so in dem Sinne, dass so ich auch mich mit Leuten treffe und auch irgendwie mal ein Typ auf mich zukommt und ich nicht von jedem erzähle, der mich irgendwie angeschaut hat. Hä? Weil sie sich auch so, weil sie die Cousine von meiner Mutter auch bei meiner Mutter mal so letztes Mal gesagt hat, dass ich voll geheimnisvoll bin, dass man nichts über mich weiß und dass ich nichts von der Uni erzähle und nichts vom Datingleben erzähle. Also dann, wenn du schon merkst, dann denk doch dran, dass ich ein Leben habe, dass das so ist, dass ich... Ach, ich kann nicht mehr reden, Leute, ich bin so, so fertig irgendwie. Dann bin ich halt so ein Mensch, dann sehe ich es halt nicht und dann finde ich es auch noch dreist, dann meine Oma, meine Uroma, meine Mutter das so auszufragen, weil vielleicht will ich das nicht. Vielleicht erzähle ich es denen auch nicht. Und das ist für die auch irgendwie eine komische Situation. Zum Beispiel, wenn ich jemanden hätte, zu lügen, dass ich niemanden habe. Oder wenn ich jetzt niemanden habe, dann zu sagen, dass ich niemanden habe, wenn ich nicht will, dass sie überhaupt irgendwas wissen. Und was sollen sie dann sagen? Ja, nee, sie will nicht, dass man das erzählt oder so. Also deswegen ist es vielleicht auch eine gute Idee, mal es wirklich explizit zu sagen, dass ich das nicht sagen will. Und nicht nur, dass sie denken, dass ich geheimnisvoll bin und sie eventuell doch was erfahren können über mich.